Worauf kannst du dich noch verlassen, wenn deine Sinne dich im Stich lassen? Was tust du, wenn dein Gehirn dir eine Welt der Illusionen vorgaukelt und du dich in deiner Welt verlierst? Du hast dem Verlangen nachgegeben, nicht wahr? Die Illusionen waren zu schön und verlockend. Redete die Stimme meines Psychiaters vor mir. Ich antwortete nicht. Ich antworte nie. Nicht einmal in den Jahren, in denen ich bereits hier in Behandlung bin. Behandlung klingt so medizinisch. Dabei ist es bloß zugelabert werden. Anfangs hatte ich diesen gefühlten Zugzwang, etwas sagen zu müssen, wenn der Doc mit mir redete, aber das habe ich sehr schnell verworfen. Der Mann dort vor mir hatte ebenso viel Interesse an mir, wie ich daran hatte, hier zu sein. Ihr inneres Verlangen wird sich wieder aufbauen, wenn Sie nichts dagegen unternehmen. Und das wissen Sie auch sehr gut. Sie können nicht aus Ihrer Haut, und wenn wir ehrlich sind, wollen Sie das auch nicht. Ihr Überlebenstrieb möchte Sie scheinbar nicht in die reale Welt entlassen und beherrscht Ihren Kopf. Aber ich denke mal, auch das ist Ihnen vollkommen egal. Und Sie sitzen weiterhin zweimal die Woche in meiner Praxis. Ich weiß bei Gott nicht, wie Sie das finanzieren und was das Ganze hier soll, denn Sie lehnen sowieso jede Art von Therapie und Genesung vehement ab, aber Sie sind deutlich tiefer zerrüttet als das Stalking, wegen dem Sie vor Gericht standen. Sie haben nicht einmal mit mir geredet und ich weiß nicht, ob Ihr Name wirklich so ausgesprochen wird, wie ich es tue. Und ich muss Ihnen mitteilen, dass ich unser Arzt-Patienten-Verhältnis auflösen möchte, da es für mich selbst nicht mehr tragbar ist. Er kicherte verächtlich und schnaubte. Aber es gibt in der Tat Menschen wie mich, die sich um sie sorgen und ihr Verhalten mit nach Hause nehmen und sich Gedanken machen um sie. Darum, was sie vielleicht anderen Menschen antun könnten oder vielleicht angetan haben. Ihre Obsession für den Mann, den sie damals verfolgten und ausspionierten, war nicht so harmlos, wie damals behauptet. Ich habe ihr Gutachten gelesen und habe bis heute nahezu Albträume davon. Sie können nicht abstreiten, was damals alles vorgefallen ist. Ihre Haare waren in seiner Dusche, auf dem Kopfkissen und lagen in der Küche in einer Besteckschublade. Wie haben Sie sich dort wohl rausgeredet? Wie konnten die Polizisten Ihnen Ihre Geschichte abkaufen? Diese Beweise waren doch vollkommen erdrückend. Sie sehen selbst keinen Grund, hierher zu kommen, aber tun es trotzdem. Was soll das alles? Was bezwecken Sie damit? Er blickte mich nahezu verzweifelt an. Das beschäftigte ihn scheinbar wirklich schon länger. Seine Augen sprechen eine eigene Sprache, verängstigt und auch neugierig zugleich. Er ist so ahnungslos und so vollkommen fantasielos. Warum unterstellen mir alle Leute immer, dass ich etwas Böses beabsichtigt habe? Ich wollte keinen verletzen und habe auch keinen verletzt. Ich check's einfach nicht. Meine Strafe habe ich bekommen, meine Therapie auch. Und warum er von Stalking redet, ist doch vollkommen bekloppt. Dann bin ich ihm eben ein paar Mal aus Versehen über den Weg gelaufen. War vielleicht mal in seiner Wohnung. Aber ich habe doch niemandem wehgetan. Das hätte ich nicht gekonnt. Was will der Typ eigentlich genau von mir? Das frage ich mich schon lange. Da steht er auf. Curtis, verdammt, jetzt hören Sie auf zu schweigen. Sie machen es nur schwerer, sowohl für sich selbst als auch für mich. So kann ich Ihnen niemals Ihre Unbedenklichkeit ausschreiben. Er kommt nah, gefährlich nah. Er beugt sich über mich, seine Hände auf meiner Sessellehne. Heißer Atem und ein starkes Aftershave treffen auf mein Gesicht. Sie wollen doch wieder als unbedenklich eingestuft werden, oder nicht? Seine Augen blitzen auf. Sein Atem bringt mich langsam, aber sicher zum Schwitzen. Mein Hirn kollabiert, mein Körper bewegt sich langsam, aber von alleine. Seine Lippen sind erstaunlich warm, als meine auf sie treffen. Ein Kuss von Feuer und Eis, bis ein Wachmann mich von ihm wegreißt. Gott! Brüllt eine laute Stimme aus dem Hintergrund. Das müssen wir alles nochmal drehen! Fuck, Mann, bringt mir einen anderen Gefangenen, der nicht so eine Scheiße fabriziert! Ich werde weggezerrt. Weg vom Set. Weg von ihm. Ich muss wieder in meine Zelle und mein Zellengenosse wird rausgeholt. Verdammt, ich hab's verbockt! Aber irgendwann, dann komme ich hier raus. Und dann gehört er mir.